So, ach nee, das Rezept wollte ich jetzt nicht. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TPP Trivelos Big Pack. Und heute sind wir auch nicht alleine, vor allen Dingen wir nicht, ne? Oh Mann, ey, jetzt treffe ich die Tassen wieder nicht. So, mit dabei sind der Trivolo, der Dosh und der Crazy. Hallo. 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 Ach ja, ist das schön. Man könnte ja mal gerade erwähnen, dass wir auch gerade live im Stream von Trivolo sind. Ja. Ja, sind wir auch. Ja, hallo. Hier. Hallo an den Stream. Hallo, hallo. Hallo, Stream. Hallo, Stream. Hallo. Ja. So, das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben, beim Pferd. Komm, geh du mal weg hier. Das sah ja mal gerade genial aus. Ja. So, ich habe hier aus den Crusher und aus der Enrichment Chamber noch Factories gemacht. Es ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Es gibt zwei Methoden dafür. Einmal die alte klassische, wie man sie vielleicht auch noch kennt. Maschinen abbauen und dann, wenn mir das Rezept angezeigt wird, ja, sehr schön. Hier zwei Circuits, ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen oder, jetzt muss ich noch mal ein bisschen suchen. Wo ist es denn? Na, da unten, genau. Hier, Basic Factory Installer. Kann man dann hier noch so ein Collard oder hier irgend so ein Holz reinpacken. Und dann hier Shift-Rechts klicken, dann bam. Hat man hier so eine Factory. Ui, das kenne ich noch nicht. Nee? Nee. Ja, siehst du mal, ne? Da kannst du mal sehen, wie du meine Let's Plays verfolgst. Du machst Let's Plays? Bin komisch. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, du streamst nur. Ja, genau. Ja. So, Basic Crushing Factory hat den Vorteil, die haben drei Slots und da der hier, die Purification Chamber, ja drei, was gibt die aus nochmal? Hier, Clumps. Clumps, genau, Klumpen. Die bringt er dreimal raus und der macht dann auch drei und der macht dann drei und dann geht das auch ein bisschen schneller. Gut, die haben jetzt mittlerweile auch alle Upgrades. Also hier, 8 Energie-Upgrades, der hier hat 8 Energie-Upgrades und der hier hat 8 Energie-Upgrades, ja. Und hier neben eine Kiste, wo dann ganze Schwaddles reinkommt, hier Pulver. Dusts. Und ja. Dusts und Doschts. Oh Gott. Ja, genau. Dusts und Doschts. Doschts. Ah, pfff. Hör mal besser auf damit. Und Klausens. Ja. Klaus. Auch nicht schon wieder. Nein, jetzt fängt der damit an. Ey. Hätten wir es besser nicht gesagt. Nee, es ist deine eigene Schuld. Ja, klar. So, ich geh jetzt mal runter und hol noch ein bisschen Obsidian. Wenn ich finde. Ja, ich... Achso, ich bräuchte einen Eimer. Hast du einen Eimer? Ich habe einen Wassereimer bei. Ah, gut. Ist nicht schlecht? Nee, noch nicht. Mal in die Kiste von der Schmiede schauen. Ah, stimmt. Drin? Das sind noch 14 drin. Ingots oder... Ja. Nee, ich brauche keine Ingots, ich brauche die Blöcke. Okay, das ist noch blöd. Ja, ein bisschen. Sag mal, wir hatten hier schon wieder gebunden. Das war bestimmt crazy, oder? Ja, wer wohl sonst? Ja. Was? Ja. Wer ist so verballert in der Birne? Die Turtle. Crazy die Turtle. Crazy Aua! Turtle. Ja, entschuldige. Musst du mir auch in die Spitzhacke reinlaufen? Mhm. Klaus, das habe ich vielleicht schon vor 4-5 Tagen gemacht. Ich bin momentan woanders dran. Das ist noch viel größer. Oh Gott. Achso, deswegen Crazy die Turtle. Ich wollte gerade sagen, seit wann ist hier Computercraft drin? Crazy Turtle. Ich wollte gerade sagen, was habt ihr mit meinem Modpack gemacht? Verunstaltet das mal nicht. Nein. Abgesehen davon sieht man bei Xnet jedes Mal, was Turtles anrichten können. Du meinst eben? Hi. Ja. Oh, cool. Ja, ich mach hier, gerade. Ja, gut. Ich habe mich hier drunter gebüttelt. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Redstone. Gut. Das ging mit Obsidian schon, oder? Ja. Genau, mit Obsidian kann man Obsidian abbauen, das wollte ich fragen. Mit Bronze Ging das schon mit Bronze, oder? Nee, ich glaube Bronze ist bloß Redstone-Level. Was hast du denn? Ich hab, Osmium. Ja, okay. Au. Achtung, Spitzhacke in Einsatz. Nicht wieder reinlaufen. Ich doch nicht. Nein, du nie. Ist da unten drunter noch Lava? Hast du was gesehen? Nee, da ist grad. Mhm, ich sicher? Kann mal... Ich kann mal hier ein bisschen frei reiben. Oh, hier ist Redstone. Alles gut. Ich unterhöhle hier mal ein bisschen. Ja, genau.
Wir müssen hier demnächst noch Dingens einfliegen, finde ich. Environ. Vergiss es. In scharfer Fassung. Mhm. Auf jeden Fall. Am besten noch mit Physik, ne? Deswegen habe ich gesagt in scharfer Fassung. Alles andere ist auch lame. So, ja, stimmt. Also demnächst gibt es wieder ein Modpack-Update, ne? Wisst ihr schon Bescheid? Tribulo setzt sich gleich mal dran. Genau, mit Environ in voller Fassung. Ja. Das wird dann am 1. April nächsten Jahres released. Ja. Nicht am 1., am 31. Oktober, so als Creepy-Version. Nee, am 31. Februar. Ah, okay. Nächstes Jahr so ein Schaltjahr. Ja, genau. Das ist schlecht. Wenn du solange du es noch selbst merkst, ist es okay. Dicht, also. Aber ja, nur Goethes Dichte. Ich weiß. Genau. Wieder raus. So, haben wir da eigentlich auch irgendwie zwischen deinem ganzen Maschinenfuhrpark auch irgendwo einfach ganz stinknormale Öfen? Nö. Nee. Was? Haben wir bisher noch nicht gebraucht. Weil die Ingots schmelzen sich von alleine, natürlich. Ja, ein Redstone Furnace ist da. Der übernimmt die ganze Arbeit. Ja, im Moment schon, ja. Vorsichtig, ich wollte noch demnächst eine Smeltery aufbauen von Mechanism und dann eben auch gleich zur Basic Factory bauen. Aufpassen, hier unten ist noch Lava, ne? Ja. Du kannst auch theoretisch einen Alloy-Smelter nehmen. Weißt du was? Dann? Ja, der geht, glaube ich, etwas schneller, wenn ich mich recht erinnere. Naja, wenn ich aber eine Basic Factory mache, dann habe ich gleich mal 3 Slots. Oh ja, bei einem Alloy-Smelter zum Glück nicht. Nee, bei einem Alloy-Smelter? Ja, okay, du kannst 3 unterschiedliche bei Dingens backen. Hast schon recht. Ja. Warte, mach mal so. Genau. Achso, du meinst den von Ender.io, ja. Mhm. Ja. 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 Der ist voll hier. So, wie viel haben wir denn? 37, das müsste jetzt erstmal reichen. Ja, ich brauche noch 11. So, 12. 12 Milliarden. 12. Der nervt mich. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Gar nicht, ne? Frag Christian. Ja, Kage. Soll ich euch abholen? Wir haben schon jetzt vielleicht nochmal Schilder anbringen können oder sowas, ne? Da hoch, dann. Ach komm, hör auf. Ah, warte, kommen wir hier bei deinem Spezialgang aus? Ja. Okay. Ein Spezialgang. Alter, ja. Sag mal, da ist mal 2 Tage nicht da, ne? Und schon ist hier Halligalli. Egal, Gänge und um eine Kurve rum und dann wieder zurück und nochmal geradeaus. Klaus, wo bist du? Ich bin oben. Ja, du bist oben, toll. Oh, ich komm dich abholen. Warte mal. Klingt so falsch. Ich bin jetzt oben. Du bist vielleicht einer. Ja, was kann ich denn dafür? Ihr fangt an mit dem Saukram. Ja, klar. Mhm. So, warte mal, ich mach hier mal zu. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Ich bin so ein... Warte mal, ich komm dir mal entgegen. Wenigstens auf der Karte. So, das sind 3x3 Gang. Ja. Da, ja, hier hoch. Hallo. Hier hoch. Hallo, ja, Robin. Nein, da. Komm, folg mir, Street. Ja. Doch, jetzt hier erstmal noch die Löcher zu. Hier. Ah, schau an. Den kannst du auch keine... Ja, im 3x3 Gang. Furchtbar, gell? Mhm. Er hat die bloß hinterlassen. Schlimm. Also bei mir waren es immer 3x3 Gänge. Hm. Ich hätte es erst nach. Street, warte mal ganz kurz. Was denn? Komm nur kurz hier runter. Hier hat nämlich Crazy, hat hier etwas... Doch. Nein. Doch. Nein. Was denn? Hier, schau mal, der hat hier ein kleines... Was sie baut. Ja, super. Ja. Komm, ist, ja, ist ein Slime-Block da unten, oder was? Ja. Ja, kann man nur, kann man los drauf. Aber nicht shiften unten. Warum nicht? Sonst kriegst du den Schaden. Ah, okay. Ja. Den Gang hat er mir hier gezeigt. Aha. Das könnt ihr natürlich alles nur sehen, wenn ihr bei Street Digger das Video in den nächsten Tagen einschaltet. Ja, das wird wahrscheinlich erst am Sonntag nächste Woche kommen. Ja. Wo, achso, warte mal. Ja, drück mal Knopf. Knopf. Aua! Ich war jetzt so viele Tage bei Xnet, ich habe gar keine Ahnung mehr von der Lagerei. Ich habe hier Seeds und das Gelumpe abgeerntet.
Warum machst du noch sowas? Ja, warum ich sowas mache? Weil ich da den Industrial Hemp angepflanzt habe. Ah, okay. Warte, hier oben war Gravel, ne? Ne, Erde. Okay. Also, halt, ne, darüber. Ui, danke. Bitte. So, hab's doch schon was. Tank. Ja, danke, ich hab's doch schon noch nicht was davon, aber. Du hast ja noch ein bisschen mehr. Ja. Achso, wir könnten mal schlafen gehen, damit hier die Produktion weitergeht. Mhm. Ach Klaus, hast du jetzt eigentlich schon meine verbesserte Bude, sag ich mal, bisher gesehen? Nee, bisher noch nicht. Was denn? Mann, Jungs, ich gehe noch arbeiten nebenbei. Ich habe nicht so viel Zeit wie ihr. Was denn das? Kenne ich nicht. Ja, habe ich mir schon bewusst, ja. Ja, ja. Die dicke YouTube-Milliarden, weißt du, und dann erzählt er einen von arbeiten gehen. Da sind wir ja die Richtigen. Ja, klar. Ehrlich. Mhm. Also ich bin im Bett. Ja, ich auch. Ich auch. Aha. Mhm. Ah. Go on. Ja, sorry, ich muss noch ein bisschen laufen bis zu meiner Bitte. Ja, mein Bett ist direkt daneben. Ja, Tribula, wann willst du denn das hier eigentlich auch so umstellen, dass man so eine schöne Ansage bekommt? Guten Morgen, ihr liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Wenn ich den Mod in einer funktionierenden Fassung gefunden habe. Ah, okay, so, jetzt gucke ich mir mal erstmal die Bude vom Dosch an hier. Ich erwarte dich. Oh, da ist ein Zombie. Das bringt ja nichts, wenn ich so ein Mod installiere und das ganze Modpack durcheinander hau und da nichts mehr funktioniert. Och. Hallo. Dann ist der Mod schon mal drin. Oh, cool. Mhm. Nicht schlecht. Ja, ich hatte mir gedacht, so ein kleiner Vorgarten schon mal im Haus. Ja. Hab, wollte ich dann... da fehlt noch Gras. Hm? Also, da, Gras. Gras drauf, nicht Grasblöcke, sondern Gras. Also, ja. Ja, ja. Ja, das ist erstmal nur die Vorhalle. Da wollte ich hier unten ein Lager aufbauen, aber bin ich auch im Überlegen, wie ich das Design mache. Okay, cool. Nicht schlecht. Ja. Oh, hier ein Zombie. Ja, ja, da. Nicht schlecht. Ja, hier direkt. Was ist das denn? Haben das der's mit? Das ist gechiseltes Dark Oakwood. Ich hab ich davon was über. Ja. Ja, Short Darkwood Oak Plank, Dark Oakwood Planks. Ja, gut, also die gechiselten Oakwood Planks oder Planks generell, die gefallen mir irgendwie nicht so. Ja. Wo darf ich den Ofen denn hinstellen? Den kannst du erstmal hinstellen, wo du willst. Ich werde sowieso alles nochmal umbauen, denke ich. Aber dem Ofen muss halt möglichst direkt daneben Tank sein, weil der füllt sich rapide. Tank. Achso, der Coke-Ofen meinst du? Ja, genau. Achso, dann pack den irgendwo in der Ecke rein oder so. Oder hier, warte mal, hier in der Mitte. Mitte, Kopfende. Fußende. Oder möchtest du den mal aufstellen? Das ist ein 3x3 oder was? Hollow? 3x3. Nicht hollow. Ah, okay. Dann probiere ich das doch mal. Nee, nicht mit Mama. So. So, und jetzt? Jetzt brauche ich einen String, zwei Eisen. Okay. Und Stacks. String ist oh, guck mal, ich habe Diamanten gefunden, ist ja krass. Was? Sag mal. Pack doch mal das Pferd hier raus. Wo String? Ich sehe das wieder nicht. Hier unten in der Mobkiste. Hallo? Ah, wollte gerade sagen, danke. So. Ja, ja. Lass mein Pferd in Ruhe. Ja, dann packt es doch mal irgendwo. Warte mal, da hinten haben wir doch eine Stallung. Heppa. So. Schön geparkt, ne? Achso, ja, die Zuschauer haben das auch noch nicht gar nicht gesehen, ne? Ich habe hier noch so ein paar Kühe gefunden, ein paar Schafe, Schweine leider noch nicht, die sind ein bisschen weiter weg. Die wollte ich eigentlich auch noch herholen. Chat. Ja, hallo Eileen. Hallo. Ach, zwei Eisen war's, deswegen sah es so verwirrend. Aber du kannst das natürlich auch craften für die YouTube-Zuschauer, aber naja, das sieht man ja morgen schon bei mir auf dem Channel. Ja, pff, mach doch nichts. Ach, hast du einen Single-Player gemacht? Bitte was? Nee, hab Tobi schon einen Singleplayer gemacht hat. Ja. So. Mittig draufhauen. Achso, mittig draufhauen, okay. Das ist ein Engineer's Hammer, okay. Rechtsklick. Mittig. Ah. Hey. Schau an. Hochofen. Ah, das. Cool. Ja, das kennst du natürlich. Du spielst ja auch mit auf dem Xnet-Server. Ja, ja, ich hab's nur schon gesehen, aber keine Ahnung, wie es funktioniert und wie es gemacht wird und. Ob es mich aufessen kann. Ja, da braucht man jetzt auf jeden Fall einen Tank in der Nähe
und irgendwas, um das halt rauszuziehen. Und dann packt man da eben Kohleblöcke rein. Und dann mit dem Creosote-Öl verwandelt man Oakwood zu... Moment, Oakwood digitiert zu... Ich muss da mal kurz gucken, wie das heißt. Treated Wood. Treated Wood, aha. Ja. T-R-E-A-T-E-D. Okay, und das brauchst du dann, um die Dinger zu bauen, oder was? Das ist quasi so erstmal der Grundstoff, den man dann braucht. Dann braucht man noch so ja, diverse Wires und man braucht dann halt noch eben Wasserräder und so weiter. Und besser die Wasserräder umspült werden, umso mehr RF-Petik erzeugen sie. Okay. Also für mich persönlich ist und bleibt dieser Mod eigentlich eher so eine Spielerei, sag ich mal, der optischen Natur. Okay, ah, Mann, ich hätte mir vielleicht noch ein Feuerzeug basteln können, ne? Hättest du. Hätte ich, ja. Hätte ich auch sein lassen können. Hallo? Nee, hättest du auch mal machen können. Ja, mach ich jetzt gerade. Ich war jetzt auf dem Weg. Machst du gerade? Nee, ich hab ja auch nicht mit dir geredet, Tribolo. Oh, ich habe mich aber angesprochen gefühlt. Achso, doch. Ja, sowas. Ja, Moment. Bah. Sagen wir hier nirgends von Flint von Flint. Mining Turtle, der ist bekloppt, der Typ. Wer? Ja, gell? Okay. Ein bisschen. Der ist einfach erstens zu viel Zeit und zweitens zu viel Langeweile. Ich hab jetzt 3 Monate keine Schule gehabt, also komm schon. Oh, okay. Hatte ich 2 Monate. Ich hab echt Zeit wieder für Schule. Ja. Oh, danke. Hast du schon ein Portal aufgestellt oder noch nicht? Nein, ich bin ja noch dabei. Wo denn sitzt so lange? Wenn man Schulabschluss hat, dann hat man halt Zeit. Naja, gut, nach meiner Schulausbildung habe ich direkt Lehrer angefangen. Bitte. So, auf welcher Höhe bauen wir das? Ja. Also ich möchte es ungern hier neben der Höhle machen, weil ich hätte da gerne noch so einen Portalraum oder sowas in Richtung. Obwohl, ja, komm. Hier so? Ja, das ist Stripe Mining mit einem Hammer. Ja, so sieht's doch aus. Ach, weißt du was? Bauen wir es gerade mal hier hin. So. Der Stream schaut dir zu, wie du jetzt das Portal falsch baust. Glaubst du? Und es ist live auf Aufnahme und Kamera on. Ja, ja, klar. So. Ich habe gerade schon mal schön perfekt das HUD ausgewendet. Ja, schade, nicht falsch gebaut, ne? Ach, Mann, oh. Soll ich auch mal anstecken? Ja, geht gar nicht, ne? Ne, schade. Ihr PvP ist an. Entschuldige, ich muss das mal aufhören. Ja, nee, klar, das ist PvP an. Ne, weil das mit dem Anzünden nicht funktionierte. Achso, okay. So, und jetzt? Wohin? Ja. In die Nita. Ja, ja, sind wir ja. Oh, Glowstone. Doch, stand in mir. Oh, Glowstone. Ist gut. Meiner. Warte, 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 warte. Was denn? Hallo, ich hab Silk Touch, du Trottel. Nein, ja, gut, ne? Nein. Nita Quarz. Viehzeug wird nicht aggro. Geil, ich kann nichts abbauen. Kannst du nicht abbauen? Nee, ich hab ja noch Bronze. Ach. Oh, ich auch. Ihr seid Helden, echt. Also hier ist Arite. Wo? Hier. Ah, cool. Hier ist erstmal Dingens. Ja, Arite ist irgendwie relativ viel vorhanden, hatte ich das Empfinden. Obwohl ich das schon runtergeschraubt habe. Das ist aber gut. Generell schon nur so. Kobalt ist sehr seltener. Ich hab's auf Kobalt-Niveau herabgesetzt. Hier ist Kobalt bei mir. Ich habe hier noch eine Arite gefunden. Oh Mann, ey. Die schiebt mich einfach hier so rum. Wo bist denn du jetzt? Hier. Hallo? Hallo? Oh, hier. Ja? Hier? Wo denn? Hier. Ja, hier. Na, hier. Ja, ich sehe dich. Ja, Huwa. Ja. Ja. Bin doch da. Dann da unten und dann da. Ja. Ah, cool. Kann ich das überhaupt schon abbauen? Ich glaube. Nee, das glaube nicht, wahrscheinlich nicht abbauen können. Nicht nein. Kobalt habe ich schon. Kobalt. Nee, Netherrack ist das. Da. Ardite habe ich. Ja, da musst du jetzt halt eine Ardite-Spitzhacke machen. Ja, mal damit gucken. Du Kobalt. Ja, du musst jetzt Arbeit machen, damit du Kobalt abbauen kannst. Ja, ist ja gut. Kannst du keinen Kobalt abbauen. Meine Idee dabei ist ja immer eine einzige Arbeitsspitzhacke und dann Wayne. Und dann kann man gleich auf Manolin-Zeugs gehen. Jo. Ja, wo. Ja, wobei ja Manolin eigentlich nur auf den Waffen. Ja, Manolin. Auf den Waffen. Auf den Waffen, was sinnvoll ist. Für Werkzeug ist der Kobalt das Beste. Aha. Ja, aber bei der Masse, die du findest. Alter, hier habe ich noch mehr Kobold. Kobolde?
Kobalt. Kobalt? Bald. Bald haben wir Kobalt. Bald. Übrigens, ich hätte Glück, ja. Ja, Lack drauf gehabt. Glück. Kann ich, so. Kann das alles nicht abbauen? Was kam denn nochmal nach Bronze? Eisen. Keine Ahnung. Ich mache mal die Lavaquelle zu, die ist ja gemeingefährlich. Was ist denn dir für ein Abbaulevel? Der hat Abbaulevel Redstone. Ja. Dann bekommst du nicht mal in den Nether. Los mit dir. Ich bin auch im Nether. Was heißt, ich komme damit nicht in Nether? Ja, weil du auch kein Dings abbauen kannst. Mit Bronze kannst du kein Obsidian abbauen, das meint er. Das heißt, du könntest kein Obsidian für ein Portal abbauen. Ja. Das Problem hatte ich heute erst. Kennt ihr das so mit Gießen? Selbst mein Portal in meinem Let's Play ist gegossen. Echt? Ja. Uiuiui. Musst du mal so gucken, so roundabout Folge 30, 40. Sowas in dem Dreh müsste das, glaube ich, sein. Hast du das wieder vom Gilb abgeguckt? Was? Was möchtest du mir sagen? Ja, ob du dir das vom Gilb abgeguckt hast. Nee, wie kommst du da jetzt drauf? Ja, weil er das auch mal gegossen hat. Echt? Mhm. Keine Ahnung. Weiß ich nichts. Von. So, was haben wir denn jetzt hier? Glowstone haben wir ein bisschen. Was ist denn? Ja, hier ging's steil bergab. Achso. Klaus, kannst du mal mitkommen? Ich hab nochmal 2-3 Adalt gefunden. Ja, ich kann bloß Kobalt abbauen. Nee, Adalt. So rum. Ja, ist gut, ich komm mit. Ich wollte gerade sagen, ich hab noch was Adalt gefunden. Ich kann nur Kobalt abbauen. Einmal hier. Ui. Ja, ist ungefährlich. Ja, ist ungefährlich. Sag es mir nicht. Du bist ja falsch gesprungen. Selbst aus ungefährlichen Situationen schafft es Klaus, eine brandgefährliche Situation zu machen. Und das als Elektriker. Oh, oh. Oh, nein! Ah, verdammt. Toll. Pech. Ja. Und hier ist noch eins. Wo? Oh. Hier. Cool. Ah, da. Einfach hier runter. Moment, ich mache eine Schutzwand. Ja. Besser ist das. So, hab's. Wow. Ja. Ah ja, guckst du, ne? Wäre auch nett, wenn ihr das Netherrack nicht wegwerfen würdet. Das könnte ich für einen Hausbau noch gebrauchen. Was? Netherrack für einen Hausbau? Ja, nicht direkt Netherrack. Ich will die Netherbricks draus machen. Ja, ja, okay. Hier, du warst. Film hat's gesehen. Was denn? Ich es gerade in die Lava geschmissen hab, nachdem er das gesagt hat. Er ist noch genug da. ja? So ein bisschen. So ein bisschen, ja. Ja, ich hab mir gedacht, hier kann man schon mal dann bei Gelegenheit eine Endothermic Pump hinstellen. Da müssen wir mal gucken, was die Mobfarm mittlerweile abgeworfen hat. Ey Klaus? Hallo. Am Haustier. Hallo. Der Na Kleiner? Na Kleiner? Na? Na du? Na du? Soll ich mal hauen? Ich glaube, da kommen aber Mama und Papa hinterher. Und der Rest der Familie. Da hat uns wieder Kacke im Twitch-Chat zu dir. Der meint, was du hast das. Hier. Er meint, du hast das Nether-Portal falsch gebaut. Weil man hätte es ja eigentlich mit 10 bauen können. Hätte man, ja. Und eigentlich hat er recht. Bis vor kurzem ging das nämlich noch gar nicht, was du da gemacht hast. Ja, aber seit 1.7.10 geht das. Nee, du hast das schon wieder falsch gemacht. Ach, so. Labernet. Labernet. Scheiße. Labernet? Labernet. Klatto, dicht dran, aber Dosch-LP. Schön. Oh Mann! Nein, es gibt keine Grabsteine, bevor du fragst. OpenBlocks ist nicht installiert. Oh, ich hasse es! Mhm. Du bist klasse. Du bist lustig, dich töte ich zuletzt. Hi. Ach, guck mal, bin ich ein zu weit daneben gewesen eben. Oh, ja, fast. Ups. Sollte mir vielleicht noch einen Homepoint setzen. Das ist Quatsch. Was, warum? Nur so. So, hey, Dosch. Ach nee, das ist ein Zombie-Pigman. Verwechselt. Neu. Bin ich. Portal. So, Safe. Los. Gut. Ah, da ist er ja wieder. Klaus, ich bin nie gestorben. Ach so. Hä? Ja, das würdest du sagen. Halt to swim in Lava. Ja, kennst du das Slash Me? Ach. Du bist vielleicht einer. Ja, die größte Helden Erdbeerfeld.
Mann. Dafür kriegst du mein Netherrack nicht. So. Ja, davon Tobi krieg ich das sowieso nicht. Jo. Das hast du schon mal gut erkannt. Warum auch? So, jetzt waren wir im Nether. Jetzt sind wir wenigstens mal im Nether gewesen. Schön, ne? Mhm. Genau. So, ich mach mal die Tür zu. Bäcker Bengel. Autschen. Kann ich auch. So. Aber nicht so schön wie ich. Ja doch, du fliegst weiter weg. Der. Du, Jungens, was kam denn jetzt nach Bronze? Also ich hab Osmium. Das kannst du auch nehmen. Aua. Haben wir überhaupt Kupfer, Kupfer? Ich schaue einfach mal gerade generell nach. Das sollte ja noch angezeigt werden. So, wo packen wir das ganze Zeug hin? Ach, guck mal hier, da. Also reparieren, go, nenne ich es mal einfach. Das vermisse ich bei Xnet. Ja. Das vermisse ich da wirklich. So, was haben wir hier noch? Coke Oven Bricks haben wir noch. Bricks, ja, da sind Coke. Ein paar übergeblieben, weil die habe ich falsch gecraftet. Also ich habe dir zu viel gegeben. Oh. Armer Kerl. Jetzt werde ich aber gerade echt mal überlegen. Da jetzt noch. Andesit und Led. Mit Bronze konnte man normalerweise... Redstone. Mining Level Redstone. Ne, den musst du geboostet haben. Laut NEI ist eine Bronze Pickaxe Mining Level 10. Da habe ich geboostet. Ja. Und nach Bronze kommt... Weil du die nämlich levelst. Ja. Du musst immer ein höher rechnen, was im NEI steht. Ja, dann würde ich aber... Das kann nicht sein. Ich habe meine... Mein Hammer ist Bronze und ich habe... Das Mining Level hat sich einmal aufgebessert und ich habe deutlich Redstone bekommen. Vorher war das nämlich auch 10. Ich habe Redstone drauf. Und das ist eine Bronze Pickaxe. So. Ich habe recht. Hä? Ihr seid super. Wissen wir. Ach man ey. Das Zeug will ich nicht da. Bitte. Ich habe Memory bekommen. Von wem auch immer. Danke. Ja, von mir. Ah. Dann oh. Kein Danke. Hä, wie hast du denn jetzt hier die... Hast du über Pulverizer? Was denn? Moment mal. Hm? Die Erzverarbeitung. An die andere Seite. Ja. Ja. Über den Pulverizer mache ich bloß die Kohle. Weil jetzt. Wird mich gerade echt. Bist verwirrt. Man merkt's.